Ha, geht doch. Jetzt hat er es so gestartet, wie ich es wollte. Ja, heidi ho an alle, die jetzt gerade auf YouTube reinschalten. Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar ein Let's Play von Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ha, gerade eben hatte ich ein kleines Problem. Er wollte nicht ganz so, wie ich wollte. Naja, das kennen wir ja, dieses Problem mit dem nicht ganz so wollen, wie ich will. Ich hoffe, der Sound ist bei euch auch nicht zu laut. Also, wenn der zu laut ist, schreibt mir das. Weil für YouTube, also die, die jetzt auf Twitch zuschauen dürfen, mir schreiben. Denn auf YouTube werde ich den Ton für euch ja nochmal separat anpassen. Da sollte alles super laufen. Auf Twitch ist das Problem, dass das natürlich nicht so ohne weiteres geht. Dementsprechend müssen die mir jetzt schreiben, wenn es euch die Ohren wegpustet. Der letzte Teil der Sherlock-Holmes-Reihe. Naja, aktuell letzte Teil, muss man dazu sagen. Denn im Juni, ein wenig verschoben, denn ursprünglich war es Ende Mai angedacht, im Juni kommt Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Das ist dann der letzte und neueste Teil. Den spielen wir auch. Bis dahin sollten wir Crimes and Punishments durchhaben, sodass keine tatsächliche Überschneidung kommt, wie ich es befürchtet habe. Also im Sinne von, dass Crimes and Punishment parallel zu The Devil's Daughter laufen muss. Insofern alles cool, alles okay. Ich habe das Spiel übrigens schon mal angetestet. Um zu schauen, ob das mit dem Stream problemlos funktioniert, ob es mit der Aufnahme problemlos funktioniert. Es funktioniert alles problemlos. Nur, dass ihr euch nicht wundert, weil wir hier fortfahren haben. Und das Felle spoilert uns jetzt gleich auch eine Info, die ich noch fix raushauen will mit den anderen Infos, die ich so habe. Denn wie immer, es gibt Infos, Infos. Huhuhuhu. Und zwar, natürlich ist Sherlock Holmes Crimes and Punishment ein weiteres Sherlock Holmes Spiel aus der schönen Schmiede Frogwares, aus der schönen Spieleschmiede, muss man sagen, von Frogwares. Und diesmal ist aber zumindest auf Steam als Publisher Focus Home Interactive, deshalb haben wir die am Anfang schon gesehen, mit angegeben. Ich glaube, die früheren Teile haben als Retail-Version, also sprich als CD im Laden, auch schon Focus Home Interactive teilweise als Publisher gehabt. Aber bei diesem hier stand es tatsächlich bei Twitter oder bei Steam dabei. Deshalb erwähne ich den halt speziell. Weil ich natürlich dann auch immer von der Steam-Version ausgehe, wenn ich die Steam-Version zocke. Das Spiel ist 2014 erschienen und damit auch schon hat seine 2 Jahre wieder auf dem Buckel. Also kein Wunder, dass es das jetzt, ne, dieses Jahr den nächsten Sherlock Holmes-Teil gibt. Und laut Steam-Info hat dieses Spiel angeblich keine deutsche Vertonung. Ich sage insofern angeblich, weil das war so der Gedanke, den ich hatte. Naja, ist ja okay, ne? Steht manchmal bei Spielen dabei und dann haben sie doch eine deutsche Vertonung. Bei Yesterday zum Beispiel war das tatsächlich so, nee, der Fall John Yesterday, im Englischen heißt es Yesterday. Da war es tatsächlich so, dass dabei stand, es gibt keine deutsche Vertonung und dann gab es doch eine deutsche Vertonung von Steam aus, also insofern, naja, gut. Und bei Sherlock Holmes vs. Arsène Lupin stand auch dabei, es gäbe keine deutsche Vertonung und also, dass es nicht unterstützt würde und am Ende gab es doch eine deutsche Vertonung. Der Unterschied ist jetzt aber, bei Arsène Lupin stand halt, dass es nicht unterstützt würde und es gab es doch. Bei Crimes and Punishment steht, dass es Texte auf Deutsch gibt, nur keine Vertonung. Also dachte ich mir, naja, vielleicht gibt es ja doch eine Vertonung, es stimmt nur nicht. Es gibt leider keine Vertonung. Wir müssen Sherlock Holmes uns auf Englisch anhören. Es bricht mir das Herz, denn ich habe so die deutsche Stimme von Sherlock Holmes lieb gewonnen, weil das war so eine gute deutsche Stimme. Na gut, wir haben in The Testament, also das Testament des Sherlock Holmes, The Testament of Sherlock Holmes, haben wir ja auch schon eine neue Stimme bekommen, aber mit der habe ich mich auch echt gut anfreunden können. Die war auch echt cool und sehr gut gesprochen. Aber diesmal müssen wir komplett auf Deutsch verzichten. Es gibt nur Englisch. Leider. Es tut mir leid, ich hätte auch gerne es auf Deutsch gespielt, aber wir haben wenigstens Untertitel. Das heißt, diejenigen, die ein bisschen Schwäche mit Englisch verstehen, haben, die sollten trotzdem problemlos mitkommen, was die Story angeht. Aus den Trailern selbst wurde es nicht ganz ersichtlich. Das Spiel spoilert es uns hier an der Stelle, ne, Fälle. Aber tatsächlich scheint es diesmal nicht darum zu gehen, dass wir einen Fall, einen langen großen Fall von vorne bis hinten abarbeiten und aufrollen, sondern dass wir mehrere Fälle haben. Ich habe hinterher nachgelesen, es sind wohl 6 an der Zahl. Bin ich mal gespannt, ob das vielleicht besser funktioniert, ob lieber mehrere Fälle mit kleinen Stories einfach
schmissiges Gesamtbild haben. Ich meine, Telltale Games haben es ja bei den CSI-Spielen auch hingekriegt. Vor allem da die letzten beiden Ableger haben es ja auch geschafft, dann noch durch alle Fälle so eine Art roten Faden aufzubauen. Also es muss nicht schlechtes sein mit den mehreren kleinen Fällen. Das könnte wirklich so ein bisschen noch für zusätzliche Abwechslung letztendlich sorgen. Dann bin ich großer Fan von Podcasts, unter anderem vom Inside Moin Podcast, also den höre ich sehr gerne. Und da wurde mir im Agatha Christie Podcast, also zum neuesten Videospiel von Agatha Christie, irgendwie der ABC-Mörder, wurde mir gespoilert, und deshalb spoilere ich es jetzt euch einfach ebenfalls, dass man bei diesem Sherlock Holmes Spiel wohl tatsächlich mit seinen Vermutungen falsch liegen kann. Man kann falsche Schlüsse aus den Beweisen ziehen. Und wenn das genau so stimmt, muss ich sagen, ist das eine scheiß geile Idee. Und dann freue ich mich richtig drauf, weil ich habe ja schon oft bewiesen, dass ich nur falsche Schlüsse aus den Beweisen ziehe. Insofern kann das echt nur nach hinten losgehen. Und dann muss ich noch erwähnen, neben den ganzen Informationen, dieser Teil wohl die meisten Verteilungen auf verschiedenen Plattformen hat, sage ich jetzt mal. Soll heißen, der ist auf PC, PS3, PS4, Xbox 360 und Xbox One erschienen. Das habe ich bei den früheren Teilen teilweise nicht erwähnt oder habe ich weggelassen. Aber es war so, dass zum Beispiel The Testament of Sherlock Holmes unter anderem auf der Xbox 360 und auf dem PC erschienen ist. Und auch für einen Teil, also ich habe ja nur beim allerersten, hier mit der Mumie, habe ich ja erwähnt, dass es ein DS-Remake gibt. Ich habe inzwischen erfahren, vom Silbernen Ohrring gibt es zum Beispiel ein Wii-Remake, dann The Awakened gab es nur eine Remastered, aber zumindest das Testament. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Arsène Lupin und Jack the Ripper aussieht, aber zumindest bei The Testament of Sherlock Holmes war es so, dass es neben der PC tatsächlich auf einer Konsole ebenfalls existierte. Und dieser Teil ist jetzt auf massig Konsolen erschienen. So viel des ganzen Vorgeplänkels. Das ist mehr als genug. Wir wollen ein neues Spiel anfangen. Wir wollen gemeinsam jetzt in Crimes and Punishment eintauchen. Einfach neues Spiel bitte. Danke. So, ich habe mal kurz meinen Ton ausgemacht. Ich habe mir jetzt einen Hotkey fürs Mikro stummlegen gemacht. Insofern, wenn ich jetzt mal in so einer Zwischensequenz oder so bin, dann kann ich heimlich mir schön hier Wasser reinschütten oder einen Schluck trinken. Dann kann ich das Mikro stumm schalten und das schneide ich dann auf. Ups, jetzt bin ich gegen den Tisch geschossen. Schneide ich dann im besten Fall in Zwischensequenz in den Ton einfach so, auch für YouTube raus. Das heißt, dann bleibt Twitch und YouTube weitestgehend gleich. Aber ich kann so in Zwischensequenzen zumindest euch die Möglichkeit bieten, dass ihr euch voll und ganz auf die Zwischensequenz selbst halt konzentrieren könnt. Und jetzt, meine Güte, Laden ist fertig und ich quatsch euch immer noch voll, furchtbar. Uiuiui. Holmes, hast du uns nicht gehört? Um Gottes Willen, was machst du denn hier? Ey. Holmes, will you stop that? Bitte aufhören. You are utterly mad. Ich glaube, ich werde gleich mal den Ton des Redens noch mal ein bisschen lauter stellen, oder? Holmes. Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? You
Watson, quiet please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me? Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Ich muss mir nur angewöhnen, dass ich natürlich nicht vergesse, den Ton euch auch wieder anzumachen, dass ihr mich hört, wenn ich ihn vorher ausgemacht habe. Das kann auf YouTube ja nicht passieren, aber auf Twitch wäre das ein bisschen ärgerlich. So, das ist unser neues Inventar. So sieht das jetzt aus. Wieder ein kleines Büchlein, was aber nur so über den Spielscreen gelegt wird. Und ich muss echt sagen, verdammt, die haben die Grafik des Spiels im Vergleich zu Testament of Sherlock Holmes nochmal einen Ticken hochgeschraubt. Das sieht schon echt gut aus. Nicht schlecht, Leute. Aufgaben. Untersuchen Sie den Mord an Peter Carey. Sehen Sie sich den Tatort in Woodman's Lee an. Suchen Sie einen Anzug aus Ihrem Kleiderschrank aus und treffen Sie dann Lestrade in Woodman's Lee. Inspektor Lestrade stattet der Baker Street einen Besuch ab. Dabei erzählt er Holmes von einem grotesken Mord, den mein ehemaliger Kapitän, Schwarzer Peter, genannt zum Opfer gefallen ist. So, da ist Woodman's Lee, aber da können wir noch nicht hin, wir müssen uns erst umziehen. Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzer Peter, geboren 1845 und damit 50 Jahre alt. Er war ein erfolgreicher Walfänger in skandinavischen Gewässern, setzte sich 1884 zur Ruhe und zog einige Jahre später nach Woodman's Lee. Ja, toll. Da war das Räuspern. Na gut, für so ein Räuspern mache ich nicht kurz, wo ich... Ja, aber dann müsste ich es auf YouTube auch wieder alles separat, weil das Dumme ist halt, dadurch, dass es über Outer City läuft, kann ich nicht den... kann ich nicht dieses Mikrofon stumm machen und so. Das nimmt er auf Outer City nicht, oder übernimmt er nicht. Da muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht noch irgendwie besser hinkriege. So, hier haben wir unser Gespräch, das interessiert uns nicht erstmal. Achievements haben wir noch keine, aber wir sehen auch keine Spoiler, was es für Achievements alles gibt. Weil ich glaube zumindest, es gab wieder Achievements hier auch. Wir haben auch keine Ego-Ansicht. Stimmt, das hätte ich noch eben erwähnen können. Wir haben keine Ego-Ansicht, wir haben nur wieder wie früher, wie in einigen der älteren Teile, diese von hinten über Schulteransicht. Finde ich jetzt nicht so schlimm, aber muss ich mich auch erst wieder dran gewöhnen. Und wir sehen, es ist nochmal ein bisschen was umgebaut worden. Das Ganze sieht nochmal einen kleinen Tick moderner aus. Und ich muss sagen, oh, sieht schon schön aus, die Wohnung jetzt. Auch wenn immer noch mir der alte Wohnungsschnitt besser gefallen hat, aber wahrscheinlich... Also ich weiß echt nicht, warum sie das damals angepasst haben, aber gut. Damit müssen wir dann jetzt wohl leben. Und ich muss euch was zeigen. Das habe ich nämlich gesehen und das finde ich sehr, sehr cool. Hier. Ja,
die gute Olga, die wir haben einen Narren an ihr gefressen. Wir beobachten sie jetzt immer da. My analysis table. It is useful for my work. Gut zu wissen. Haben wir denn hier eine Hotkey-Anzeige? Nee, wir haben keine Hotkey-Anzeige scheinbar. Das heißt, ich muss alles gründlich absuchen, wenn ich irgendwie sehen will, womit ich interagieren kann. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. So, ich hoffe auch mal, dass die Maus nicht zu feinfühlig ist, sprich, dass ich keine zu ruckartigen, zu schnellen Bewegungen machen werde, die für euch als Zuschauer vielleicht etwas unangenehm sind. Oh, what a mess! What a terrible mess! Tut mir leid, Mrs. Hudson. Ich kann ja nichts dafür, wenn der Holmes hier so wahnsinnig ist und mit Pistolen in seinem Haus rumballert. Aber dem VR sind sie wenigstens treu geblieben. Wobei das VR ja ein Stück weiter links hier war. Dadurch, dass jetzt aber dieser Holzbalken da ist, mussten sie es hier ein bisschen näher zum... Na, woran bleibe ich denn hängen? Mussten sie es ein bisschen weiter rechts hier rüberziehen. Und was sind das lauter für Notizen? Ist das irgendein aktueller Fall womöglich? Na gut. Wir brauchen einen... Oh, Briefe. This is where I keep my post. Ja, und noch immer ist die Post darüber aufbewahrt, dass er einfach ein Messer reinrammt. Oh, das sind... Warum sammelt er Zeitungen? Sind das die ganzen Schmutzkampagnen von Farley, die gegen ihn hier geführt werden? Oder, naja. My archive. I can always consult with it, if needed. Aha, Archiv nennt er das also. My archive. Okay, das hier ist schon eher ein Archiv. Ne, brauchen wir hier nicht den Schrank? Moment, oder brauchen wir hier den... Wir sollten doch einen Mantel. Moment, ich will erst meinen Mantel. Ich bin ja hier noch in Morgen... im Morgen-Outfit. Das geht ja so überhaupt nicht. Oh, ich finde die Steuerung gerade echt furchtbar. Ich muss sagen, da hätten sie lieber wieder auf die Ego-Ansicht setzen sollen. Die als Steuerung war wenigstens ganz angenehm. Oder kann ich hier irgendwo... Moment. Kann ich denn irgendwo... So wird gespielt. Ah, was haben wir denn hier? Bewegen WASD. Q ist Charakter wechseln. B ist Herleitungsbereich. Oh, B ist ja echt... Ist ja doof. F1 ist... Ach, F1 ist wahrscheinlich der Hotspot, also die Hilfefunktion. Wenigstens ist die... Nee, wisst, wir haben hier Talent. Visualisierung. Oh, Perspektive wechseln. Moment mal. Das gefällt mir. Moment. Fortfahren. Perspektive wechseln. Ah, sehr schön. Jetzt will ich mal ganz kurz F1.